Witz für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gleich vorab, Frau Kollegin Hubach, unsere Wahrnehmung der Welt, in der wir kultur- und medienpolitisch leben, scheint verschieden zu sein. Ich will mal die andere skizzieren. Bei Haushaltsberatung liegt es ja auf der Hand, dass man über Zahlen spricht. Deswegen beginne ich mal mit Zahlen. 2005, das war nach 7 Jahren Rot-Grün, betrug der Kulturhaushalt des Bundes, der Kultur- und Medienhaushalt des Bundes 950 Millionen Euro. Im Regierungsentwurf standen damals 914 Millionen Euro. 2017 beträgt der Haushalt nun stolze 1,63 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von fast 700 Millionen, also 77% binnen 11 Jahren, in denen es eine unionsgeführte Bundesregierung und 2 CDU-Staatsminister im Bundeskanzleramt als Beauftragte für Kultur und Medien gibt. Und das ist ein Erfolg, meine ich. Prioritätensetzung hin oder her, wenn ich mir die Änderungsanträge im Kultur- und Medienausschuss angucke und so die letzten Jahre Revue passieren lasse, dann haben die mittlerweile den Charakter homöopathischer Dosen, schwieriges Wort, also sprich, sie sind eher Minimalkorrekturen, und auch das ist für mich ein Beleg dafür, dass wir so schlecht nicht liegen können mit unserer Kultur- und Medienpolitik. Geld allein ist sicherlich nicht alles, aber ohne Geld ist alles sehr schwierig, gerade auch im Kultur- und Medienbereich. Und deswegen will ich sagen, das ist eine Leistung, dass das so geschafft worden ist, vor allen Dingen auch unsere Kulturstaatsministerin, die wie ihr Vorgänger auch seit 2014 Jahr für Jahr es geschafft hat, ihren Haushaltsentwurf zu erhöhen. Also sprich, im Zusammenspiel der Bundesregierung gab es dieses Jahr wieder zusätzlich 74 Millionen Euro im Regierungsentwurf. Also auch ein Zeichen der Regierung und nicht nur des Parlaments. Diese kommen beispielsweise dem Humboldt-Forum zugute, der kulturellen Filmförderung oder der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Mein Dank gilt an dieser Stelle auch unseren Haushältern. Wir Fachpolitiker tun ja immer gut daran, ab und an einmal Danke zu sagen. Ich will das den Haushältern gegenüber an dieser Stelle deutlich sagen. Meinem Haushalter im Speziellen, Rüdiger Kruse, klasse, starke Leistung, die ihr dieses Jahr wieder hinbekommen habt. Es ist schon schön, dass es offensichtlich bei den Haushältern zum guten Ton gehört, dass im Kultur- und Medienbereich eher was draufgelegt wird, als über Sparen geredet wird. Wenn ich so meinen Fraktionsvorsitzenden vor mir sitzen sehe, dann will ich auch das erwähnen, dass Volker Kauder ein Überzeugungstäter, er hört das schon, alles gut, dass auch Volker Kauder ein Überzeugungstäter für Kultur und Medien ist. Wir wissen das sehr zu schätzen, dass wir, wenn wir dich brauchen, jederzeit auf deine Unterstützung zählen können. Nun sind dieses Jahr zusätzliche 280 Millionen für Kultur und Medien in den parlamentarischen Beratungen rausgekommen. 280 Millionen, das ist ein ordentliches Pfund. All die zahlreichen Projekte, die dahinterstehen, hier jetzt aufzuführen, dazu würde weder meine Zeit reichen, noch die der Vor- und Nachredner. Ich will aber doch einige herausgreifen. Zum einen das von uns, dem Parlament, vor einigen Jahren ins Leben gerufene Denkmalschutz-Sonderprogramm, mit dem unheimlich viele Tausende von kulturhistorisch wertvollen Gebäuden, Ensembles in Deutschland in der Fläche erhalten werden konnten. Eine Art kulturelle Wertanlage auch für künftige Generationen. In diesem Jahr 70 Millionen, also 2017. Das ist noch mal wesentlich mehr, als es die Jahre zuvor war. Und jeder einzelne Baustein, jedes einzelne Projekt ist ein wichtiges. Zur Kulturpolitik gehört auch die Erinnerungspolitik. Und da möchte ich nur stichpunktartig einige wichtige gesetzte Signale nennen. Zum einen ist es gelungen, die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur mit einem Plus von 4 Millionen in den kommenden 3 Jahren zusätzlich zu fördern. Das ist eine Förderstiftung, die viele einzelne Projekte im Land unterstützt. Und es gab sehr viel Überhang, viel mehr Anträge, als es geförderte Projekte gab. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade in Zeiten, in denen wir auch immer wieder darüber diskutieren müssen, dass die Menschen den Wert der Freiheit und die Problematik der Unfreiheit und Diktatur zu schätzen wissen sollten, ein wichtiges Signal, dass wir an dieser Stelle mehr Geld ausgeben. Zugleich haben wir die Finanzierung der Union der Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft auf
solidere eigene Füße gestellt. Die werden jetzt also nicht mehr teilweise über die Stiftung Aufarbeitung gefördert, sondern mit einem eigenen Titel im Bundeshaushalt. Das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig erhält für die neue Dauerausstellung und die politische Bildungsarbeit 4 Millionen extra. Und auch das ist meiner Fraktion ganz wichtig. Die tolle, wichtige Arbeit der Robert-Havemann-Gesellschaft kommt in die institutionelle Förderung und erhält fortan vom Bund jährlich 250.000. Das hat viele Jahre Kraft gekostet, aber es ist es wert. Und was dort insbesondere die Mitarbeiter in den letzten Jahren geleistet haben, ist eine ganz tolle Sache. Schön, dass Sie jetzt eine langfristige Perspektive haben. Wir haben auch nicht im Haushalt für Kultur und Medien, sondern im Haushalt des BMBF einen neuen Forschungsverbund SED-Unrecht ins Leben gerufen, um künftig noch breiter gefächert uns wissenschaftlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist für uns ein bisschen auch Ausfluss aus den Debatten, die wir in den letzten Monaten, im letzten Jahr geführt haben zum Thema, wie weiter mit der Stasi-Unterlagenbehörde. Auch das, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung. Die zusätzliche 500.000 für die pädagogische Arbeit der KZ-Gedenkstätten wurde bereits erwähnt. Ich glaube, auch die ist richtig, aber auch ein deutlicher Fingerzeig an die Länder, für die, bei denen die eigentliche Zuständigkeit für dieses Thema liegt. Einen Punkt will ich noch in aller Kürze ansprechen, nämlich die Deutsche Welle. Schaue ich Martin Dürmer ein bisschen an und sage dir auch herzlich Dank für die Zusammenarbeit im Verwaltungs- und Rundfunkrat der Deutschen Welle. Wir haben vieles geschafft in dieser Legislaturperiode. Die Deutsche Welle, unseren Auslandsrundfunk, unser Schaufenster in die Welt, einen weltweit geschätzten Auslandssender, weil er eben anders ist als viele andere sind, weil er freiheitlich ist, weil er eine andere Form von Qualitätsberichterstattung hat als seien es beispielsweise russische oder chinesische Auslandssender, dass wir die Deutsche Welle erheblich auf festere, solidere Füße stellen konnten. Weitere 17 Millionen auch in diesem Jahr sind, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und wir arbeiten einfach weiter daran, dass wir an der Stelle dann den ganz großen Wurf irgendwann noch einmal hinbekommen, wenn man beispielsweise die chinesischen oder die russischen Zahlen sieht. Für eine abschließende Bilanz ist heute weder der Zeitpunkt noch will ich das tun. Aber ich glaube, unsere Zwischenbilanz, wenn man sich beispielsweise den Koalitionsvertrag anschaut, auch wenn man sich auch anschaut, wie es um die Kulturlandschaft in Deutschland bestellt ist, ist sehr gut. Und mein letzter Satz ist schon angelegt, Frau Präsidentin. Und ich glaube, man kann und sollte der Kultur- und Medienpolitik unserer Staatsministerin und der CDU-CSU durchaus weiterhin Vertrauen schenken in den nächsten Jahren. Die Kollegin Tabea Rösner hat für die